Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign. So, mal gucken, wie es weitergeht. Wir waren hier bei Yannick stehen geblieben, denn der hat dieses Video sich auch angeguckt. Mittlerweile hat sich der Wolf das Video angeguckt und er hält es einfach, ja, er glaubt da nicht dran, ne? Auch nach dem Telefonanruf und einem ganzen Scheiß und so und alles glaubt er nicht dran. Er wird jetzt explizit rausfinden wollen, was mit Gabriela passiert ist und er wird den Täter auf die Spur kommen. Das sage ich euch, wenn es jemand schafft, dann ist es der Wolf und, niemand anders, ne? Genau, so, Yannick. Yannick ist noch nicht schlecht. Hey, Tom G. Wollt jetzt nicht in die Gruppe schreiben, damit das Gesappel nicht wieder losgeht. Gesappel. Ich glaube, ihr Leute von Dings hier von, ne, hier, Sponsored Ads, ihr seid die Ersten, die Gesappel sagt. Das ist ja mega. Wie geht's dir? Kommst du zurecht? Gabriela und du wart eng befreundet. Darf ich ehrlich sein? Ich puppel in der Nase. Ich fasse mich kurz. Können wir über etwas anderes reden? Darf ich ehrlich sein? Geht dich ein Scheißdreck an. Ja, bitte. Ich fühle mich ohnmächtig und irgendwie schuldig. Nein, ich sehe da Cedric als Schuldigen tatsächlich. Ich frage mich die ganze Zeit, was wäre gewesen, wenn ich gestern Abend zu ihr gefahren wäre. Ja, aber Cedric wohnt doch 20 cm bei ihr. Da hätte er doch mal hingehen können auf den Dezimeter. Vielleicht wäre sie dann noch am Leben. Vielleicht. Cedric. Es war Cedric. Hör auf, dich selbst fertig zu machen. Du hast ganz sicher nichts falsch gemacht. Natürlich hätten wir ihre Probleme gestern ernst nehmen können. Was ist das für ein komisches Geräusch? Komisch. Nur hinterher daraus eine Schuld ableiten zu wollen, ist sinnlos, weil das Leben keine Korrekturtaste hat. Wichtig ist, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren, herauszufinden, was hier vor sich geht. Das sind wir Gabriela schuldig. Ist dir denn seit dem Anruf noch etwas Außergewöhnliches passiert? Genau. Wo kommt dieses Geräusch her? Was? Mach doch dann mal die Tür zu. Frauen immer bei der Arbeit, ja. Ja, gestern ging es schon wieder los. Kurz nachdem ich mir dieses Video angesehen habe, da spielte mein Handy plötzlich verrückt. Und ich habe das Gefühl, es wird mit der Zeit immer schlimmer. Heute Morgen kam plötzlich ein riesiger Teppich aus Maden aus der Mülltonne zu unserer Haustür gekrochen. Außerdem bilde ich mir langsam ein, ich sehe, na, Gespenster? Glaubst du denn, es könnte wirklich was in der Geistessache dran sein? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich glaube tatsächlich so langsam daran. Nein, es muss eine rationale Erklärung geben. Das sehe ich auch so. Denn wer glaubt an Geister? Aber lass uns bitte den im Gruppenchat weiterschreiben. Ich muss euch eh noch was erzählen. Okay, Gruppenchat. Gruppenchat. Da. Genau, da war ich ja gestern der Meinung, so geht das nicht. Ruby. Wieso geht das nicht hier weiter? Wolf weiß jetzt über alles Bescheid. Er versucht mehr über dieses Mädchen aus dem Video rauszufinden. Tomsi, du solltest dieses Video vielleicht der Polizei übergeben. Lass uns erstmal abwarten, was Wolf herausfindet. Das ist so diese Taktik von Cedric, ne? Dieses, nur mal nichts überstürzen, ihr werdet alle sterben und mir ist es scheißegal. Ich bitte Sie, überlassen Sie die Ermittlung doch der Polizei, nicht auszumalen, in was Sie da hineingeraten können. Ich finde cool, den Professor Krueger. Prof, wir haben es verstanden, aber wir müssen herausfinden, was mit Gabriela passiert ist. Blum, Wolf hat was, das ging flott. Ich hab was.
Mir ist in dem Video was aufgefallen. Schau dir das mal genauer an. Was genau ist denn... Ja, das ist das. Und wer ist das? Und wer ist das? Ist das, soll das ja auch noch eine Fratze sein? Zumindest sind hier minimal noch einer da. Nein, hier sind überall Gesichter. Guck dir das mal an. Das könnten überall Gesichter sein. Da Gesicht, da Gesicht, da Gesicht, da Gesicht, da Gesicht. Und die ist sowieso doof. So. Ja, krass. Ich weiß nicht, was du meinst. Verdammt, jetzt sehe ich es auch. Da spiegelt sich ein Gesicht im Fenster. Nicht in Ernst, er meint jetzt nicht das. Der meint jetzt nicht das. Der meint das. Wenn überhaupt. Das sieht aus wie eine Hand. Hä? Was? Nee. Welcher denn? Hä? Da steht jemand hinter der Frau. Was? Was? Okay. Exakt. Ich hab mal rangezoomt. Na, dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. Da. Ach, wie süß. Das ist der aus der Milka, nee, aus der Kindermilch, auf der Kindermilchpackung drauf. Diese Kinderschokolade. Das ist der Junge. Das ist der Junge, der ist da drauf. Genau. Krass, wer soll das denn sein? Kindermilchschokolade. Nein, Kinderschokolade. Kindermilchschokolade? Heißt die Kinder? Ist egal. Den meine ich. Genau den. Oder damals auf der Zwiebackpackung. Keine Ahnung. Aber ich habe schon das Originalfoto über Google Bildervergleich ausfindig gemacht. Ach was. Sag ich doch. Kinderschokolade. Das kann man machen. Mehr konnte ich nicht rausfinden. Das Bild wurde anonym hochgeladen. Und wie finden wir jetzt heraus, wer das ist? Kann man das nicht trotz all dem irgendwie rausfinden, wer das hochgeladen hat? Das war nicht das Einzige, was wir übersehen haben. Wir haben schon was übersehen. Fonz? Okay. H. Fons und 1955. Wahrscheinlich Namen und Geburtsjahr. Bringt uns das irgendwie weiter? Das Bild stammt gefühlt aus den 60ern. Das macht es umso schwieriger herauszufinden, wer das ist. Pass auf, Tom G. Das wird jetzt eine richtige harte Nuss. Im zentralen Melderegister könnten wir mit diesen Infos fündig werden. Das ist jedoch sozusagen so sicher wie Fort Knox. Doch zu zweit könnten wir es schaffen. Zu zweit, du meinst ich alleine wahrscheinlich. Du hackst deren Server, während ich die Feuerwehr blockiere. Ich kenne das ja schon alles. Du hast schon mal jemand immer gesagt, zu zweit könnten wir es schaffen. Und er musste immer alles alleine machen. Aber Hans und ich, wir kriegen das hin. Hans und ich. Tom G., ich habe dich ein bisschen vermisst. Eigentlich ganz toll. Obwohl ein Chatbot das eigentlich gar nicht darf. Aber immer wenn ich mich nutzlos fühle, kommst du und zeigst mir, wie sehr du mich brauchst. Ein Chatbot kann doch nichts fühlen. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Mir wird schlecht. Warum? Nein, ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Das mache ich voll gerne. Ich bin schon so aufgeregt. Wir hacken jetzt einen kompletten Server. Töre. So, da ich ein paar Picks beiseite gelegt habe. Aber ich werde es trotzdem noch immer spielen. Ne? Du bist einfach unglaublich.
Ich würde dich jetzt sogar umarmen, wenn du ein Kaktus wärst und ich ein Luftballon. Versuchst du gerade witzig zu sein? Für sowas ist es jetzt echt keine Zeit. Komm. Hans ist sowieso der Beste. Ich esse nicht jede Sorte Chips. Ich bin da sehr pringelig. Aber Clowns frisst er gerne, ne? Okay, du versuchst es wirklich. Warte, wie wär's mit diesen? Wie ist denn Vorname von Ritter ohne Rüstung? Wilhelm. Du verstehst? Wilhelm. Einen habe ich. Na gut, komm. Hans, gib alles. Wir wollen all deine Witze kennenlernen. Meine Frau meinte zu mir, dass ich endlich aufhören soll, mit dem Funkgerät zu spielen. Oder sie verlässt mich. Over. Eine noch. Ja, komm. Komm, Hans. Komm. Das ist wie bei Alexa. Die macht es auch so. Weil es so schön war. Unterhalten sich zwei Kerzen. Sag mal, ist Wasser gefährlich? Davon kannst du ausgehen. Ha, 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 ha. So, nun haben wir genug gelacht. Allerdings, ja. Davon kannst du ausgehen. Okay. Ich habe die Serverdaten an Captain weitergeleitet. Klasse, Tomsch, ich bin drin. Meld mich, sobald ich was habe. Okay. Dr. Leitner. Warte mal. Oberarzt. Oh, Alter. Komm, das ist ein Ukrainer, den machen wir als Ukrainer. Hallo, Tomji. Ich melde mich wegen Ihrer Arbeitszeit nächste Woche. Leider habe ich mir beim Golfen eine Unterarmfraktur zugezogen. Beim Golfen. Und was bedeutet das jetzt für mich? Gute Besserung. Ist jung geblieben und liebt luxuriöse Dinge. Dankeschön. Jedenfalls, Sie sind deshalb kommende Woche einem Kollegen von mir zugeteilt, Dr. Fischer. Er ist ebenfalls der Unfallchirurgie tätig. Ich muss mich leider für nächste Woche krank melden. Ich weiß noch nicht, ob ich kommen kann. Mir ist etwas Schlimmes zugestoßen. Warte, machen wir so. Na dann bin ich ja mit meiner Verletzung nicht alleine. Also, wenn Sie eine Auszeit brauchen, ist kein Problem. Dann bin ich Dr. Großkotz Fischer gefallen, entschuldigt. Wollen Sie gar nicht fragen, was passiert ist? Das geht Ihnen eigentlich aber auch gar nichts an, ne? Danke, Herr Leitner. Ich denke darüber nach. Das Angebot nehme ich gerne an. Achso, genau, das mit Aussage habe ich gar nicht mitgekriegt. Wann hat er das denn gemalt? Das hat er reingemacht. Das war das Mädchen. Die hat einen Satz weggemacht und den Satz nachher wieder zwischengefügt. Herr Leitner, so viel Zeit muss sein. Herr Dr. Leitner, ich schicke Ihnen vorsichtshalber den Dienstplan. Der Dienstplan. Bam, Montag arbeiten, Dienstag arbeiten, Mittwoch arbeiten, bam, bam, bam. Und dann auch Wechselschicht, so wie wir es im berichtlichen Leben tatsächlich haben. Machen Sie es gut, Domji. Herr Tom, so viel Zeit muss sein. Papa. Papa hat uns ein Video geschickt. Hey, Sohnemann.
Mama backt morgen deinen Lieblingskuchen. Und deine Schwester kommt übrigens auch. Einen warmen Apfelkuchen Also, wenn hätte du ich morgen gerne. nichts anderes vorhast, Mama würde sich freuen. Und bring wie immer genügend Zeit mit. Kennst du ja, ne? Also bis morgen, ich freue mich. Ciao. Weißt du, bei den ganzen Videos, die ich hier schon alle gesehen habe, da fällt es mir ziemlich schwer, dass, oder ist es mir ziemlich peinlich, wie ich mich bei meinem Video angestellt habe. Danke für die Einladung, Paps, aber ich muss leider absagen. Weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe, Paps. Ich sag's dir ja später Bescheid. In Ordnung, mein Junge. In Ordnung, mein Junge. Mama vermisst dich jetzt schon. Und Hanna rechnet auch mit dir. Ja, ich melde mich später, Paps. Nachher. Nachher später. Wlupp. Organ-Dings hier. Ey, Kira, das kann nicht dein Ernst sein. Tickst du noch ganz richtig? Hä, was denn jetzt los? Ehekrise? Was geht denn hier ab? Schaut mal, was sie in ihre Story gepostet hat. Hi Leute, heute habe ich ein ziemlich spannendes oder wie ich eher sagen würde, lustiges Thema für euch. Ihr kennt doch sicher alle den Film The Ring. Genau so ein Video kursiert jetzt gerade im Internet herum. Wenn man dieses Video gesehen hat, soll man mit einem Fluch belegt sein und dann innerhalb der nächsten 7 Tage sterben. Ja. Ziemlich lächerlich, wie ich finde. Braucht jetzt auch keiner fragen. Also ich werde auf gar keinen Fall das Video mit euch teilen, weil ich finde, eigentlich sollte man so einem Spinner kein Publikum dafür bieten. Meine Freundin, die macht sich richtig Sorgen jetzt und denkt sogar selbst schon, dass sie Geister sieht. Deswegen wollte ich euch heute einfach mal fragen, was ihr von dem Thema haltet. Glaubt ihr an Geister? Habt ihr von dem Video vielleicht gehört oder es vielleicht sogar schon gesehen? Schreibt mir das doch gerne einmal unten in die Kommentare und ich bin schon ganz gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Bis bald! Ich will den Leuten kein Publikum geben und dann will sie das Video teilen? Blondie, was ist los mit dir? So machen wir das. Zumal Gabriela ist dann gestorben, ne? Ach ja, aber das ist nicht so schlimm. Genau, so sehe ich das auch. Hupi, hupi. Wie kannst du dich darüber lustig machen, Chiara? Gabriela ist die Tote und du postest so eine Scheiße. Leute, bleibt mal locker. Ich habe das gestern Nacht gepostet. Ja, dann nimm es wieder raus. Nein, geht nicht, hat schon 50.000 Likes. Da wusste ich ja noch nicht, dass, Gabriela. Dann nimm es jetzt sofort wieder runter. Sehe ich auch so. Wartet, vielleicht kriegen wir über die Kommentare irgendwelche Hinweise. Nein, nimm es runter, Mann. Ich glaube nicht, dass sie es böse gemeint hat. Ja, Yannick. Spack mal nicht so rum. Mach ich ja. Ja, besser ist das. Gelöscht, zufrieden? Ja. So, das meine ich. So. Das. Was? Hä? Mir ist so kalt. Oh, krieg gerade eine Gänsehaut, Alter. Das ist gruselig. Mir ist so kalt. Gabriela Winter. Was soll das? Das ist nicht möglich. Gabriela? Und kein anderer hat's gesehen, außer Yannick vielleicht noch. Was passiert hier, verdammt? Okay, Ruby hat's auch gesehen, das ist ja gut. Da steckt jemand anderes dahinter. Oh, das ist nicht gruselig gerade. Ich warte auf euch. Da so komm zu mir. Geliebter, zwei Seelen, die sich für die Ewigkeit vereinen.
Oh nein, das ist gruselig tatsächlich. Das ist nicht lustig. Wir schalten die Polizei ein. Wie kann das sein? Ich werde dafür sorgen, dass derjenige, der dahinter steckt, angemessen bestraft wird. Wehrt euch nicht. Es ist so wunderschön. Schaut es euch an. Oh. Alter, jetzt sind alle am Arsch. Jetzt sind alle direkt am Arsch. Oh mein Gott, sagt nicht, ihr habt das gerade das Video gesehen. Fuck ja, es ging einfach los. Jetzt sind alle am Arsch. Also, von alleine. Ja, bei mir auch. Jetzt habe ich auch dieses verdammte Video gesehen. Wir alle. Was passiert hier? Das war das Mädchen. Ich habe es euch auch gesagt. Ich glaube kaum, dass ein Geist auf einem Smartphone Nachrichten schreiben kann. Irgendein kranker Wichser spielt hier mit uns. Ihm ist es auf jeden Fall gelungen, mir Angst zu machen. Kann dieser Wolf vielleicht rausfinden, wer unsere Gruppe unter dem Namen Gabriela gehackt hat? Ja, ich werde ihn direkt mal gleich fragen, ne? Okay, direkt Wolf anschnaggeln. Schon weitergekommen? Endlich was gefunden. Wolf, bist du da? Wolf, bist du da? Das ist unser typischer Satz aus 7. Aus beiden Teilen. Immer direkt, Wolf, bist du da? Wolf, bist du da? Klaro, ich hänge noch mit dem vermaledeiten Melderegister. Bitte beeil dich. Eben ist etwas passiert. Jemand hat unter dem Namen Gabriela das Geistervideo in unsere Gruppenchat gepostet. Und dieses Bild. Was? Aber siehst doch, das wird immer verrückter. So,